Ja, ich war gerade beim Krämer, also ich bin gerade bei meinem Papa. Und mein Papa hat sich erst, er dachte, der Krämer wäre Löstau. Dann sind wir erst zum Löstau gefahren. Aber ja, so waren wir dann bei Löstau und Krämer. Und ich mache jetzt einfach mal so ein Haul, was wir gekauft haben. Und ja. Leute, mein allererstes Video auf YouTube, das war einfach vor 4 Jahren. Und ich habe nämlich bei YouTube in der Suchleiste immer gesehen, wie ganz viele Leute nach Mias Pferdewelt erstes Video gesucht haben. Und deswegen musste ich mir das auch mal wieder angucken. Und das ist irgendwie richtig komisch, mich da so zu sehen. Vor allem, man hat sich auch voll verändert. Ich fand die Stelle mit diesem Haul richtig süß. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht mehr, ob Hauls so beliebt sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass früher das viel mehr gefeiert wurde. Ich habe das auch immer richtig angeguckt. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr Hauls immer noch so feiert. Auf jeden Fall habe ich heute einen für euch. Ich war nämlich fleißig einkaufen. Es sind echt coole Sachen dabei, weil ich brauchte irgendwie mal wieder neue Reitsachen, weil bei mir ist es so, ich kaufe einmal ein und dann richtig und dann habe ich mal wieder so ein bisschen was und dann wieder längere Zeit nicht. Also ich kaufe immer an einem Tag viel und dann ist wieder Pause. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, was ich gekauft habe. Kommen wir zum ersten Teil, das ich gekauft habe. Das ist nämlich eine Jacke, denn die Temperaturen sind ja jetzt viel kälter geworden. Kommen wir zum ersten Teil. Das ist nämlich eine Jacke, weil es ist mega kalt jetzt geworden. Vielleicht hat es bei euch ja auch geschneit. Bei uns liegt auf jeden Fall voll Schnee, was ich richtig geil finde, Leute. Ich liebe Winter. Und irgendwie, ja, diese Jacke habe ich mir gekauft. Und ich glaube, dass ich die gar nicht im Stall anziehen werde, sondern eher so für Schule und Alltag und so. Auf jeden Fall finde ich die richtig geil. Die ist halt so dunkelbraun und irgendwie hatte ich noch nie eine dunkelbraune Jacke. Die ist von Schokomöhle. Die Marke kenne ich eigentlich gar nicht, also ich habe noch nie etwas von dieser Marke gekauft. Auf jeden Fall hat die hier 2 Taschen, die man mit einem Reißverschluss zumachen kann. Dann hier einmal das Logo, hier auch einmal. Und das ist halt so eine Steppjacke. Und ich wollte schon immer so eine haben mit dieser Riffelung, keine Ahnung. Und hier ist irgendwie auch nochmal so ein Reißverschluss. Ich finde es gut, dass die... Ah, okay, ich bin echt schlau. Hier ist noch eine Kapuze drin. Okay, das ist sehr praktisch. Ich finde es gut, dass sie hier oben auch nicht so ein Fell hat, weil irgendwie stört das manchmal, wenn man so einen Hoodie anhat und dann hat man da so viel hinten am Kopf. Und deswegen. Also ich finde die richtig schön und die hält auch gut warm, also ist gut für die Temperaturen. Und die war reduziert. Die hat eigentlich 160 Euro gekostet, aber jetzt hat die 104 Euro gekostet. Und ich habe die in M genommen, weil ich mag das nicht, wenn die Jacken so mega eng sind, weil dann fühle ich mich so ein bisschen eingeengt. Und die gefällt mir echt super. Bleiben wir mal bei der Farbe dunkelbraun. Irgendwie gefällt mir die Farbe sehr gut. Ich bin auch gespannt, weil diese Reithose passt, glaube ich, auch sehr gut zu Genie. Die ist von HV Polo und ich finde die richtig geil. Als ich die angezogen habe, habe ich mich irgendwie ein bisschen in die verliebt, weil die ist richtig bequem. Vor allem hier unten, ich mag das, wenn die hier diesen elastischen Gummibeinabschluss hat, weil ich weiß nicht, dann passt sich die Reithose irgendwie gut an. Die hat hier auch diesen Grip wieder und der hat mir bei meiner blauen Reithose auch sehr gut gefallen. Die blaue Reithose habe ich übrigens immer noch. Und alle meine Insta-Bilder sind nur mit dieser Reithose. Und deswegen brauchte ich jetzt mal wieder eine neue, weil, ich weiß nicht, irgendwie habe ich immer nur ein Teil, was ich immer gerne anziehe. Ja, hier auf dem Hintern ist auch nochmal das Logo von HV Polo und eben noch 2 Taschen. Hier auch noch einmal. Und ich finde es richtig schön, dass diese Naht hier so heller ist. Ich weiß nicht, ich mag das immer voll gerne, wenn bei Kleidungsstücken oder generell immer die Naht so heller sind, weil ich das dann vom Kontrast her ganz schön finde. Und die Reithose, die nennt sich übrigens hier Fazio oder so, die ist in Größe 36 und hat 120 Euro gekostet.
Was ich am schönsten an dieser Reithose finde, ist, dass sie hier am linken Bein nochmal HVPodo stehen hat. Weil ich liebe es auch einfach an Hoodies, wenn die am Ärmel sowas an Schrift stehen haben. Und deswegen, also das feiere ich richtig und die finde ich mega schön. Weiter geht's mit meiner nächsten Reithose. Ich habe mir nämlich eine Jeans-Reithose geholt, weil meine alte ist mir zu klein geworden und ich finde einfach Jeans-Reithosen richtig cool, weil es lässig aussieht und es passt irgendwie zu jeder Farbe. Also wenn man auf dem Pferd sitzt, kann man so alles drauf machen. Die hier ist von Lauria Garelli. Irgendwie hatte ich von der Marke auch noch nie was. Die hat 90 Euro gekostet und ich finde es richtig schön, dass sie hier auch diesen Grip hat, weil irgendwie mag ich den so am liebsten. Und hier hinten hat sie auch so ein paar Glitzersteine noch dran und hier nochmal das Logo und die gefällt mir richtig gut und ich weiß nicht, ich mag es einfach so Jeans anzuhaben beim Reiten, keine Ahnung, ich finde es richtig cool. Und hier unten am Bein hat sie auch diesen elastischen Gummibeinabschluss, den ich einfach auch voll gerne mag. Weiter geht's mit einem Oberteil. Hier habe ich nämlich von Spooks ein Hoodie geholt und ich liebe Hoodies einfach. den finde ich richtig geil, weil das ist, als hätte man so das Spooks-Pferd hier draufgelegt und dann irgendwie so, kennt ihr so Schneespray, so drüber gesprayt irgendwie. Ich finde das Muster richtig cool. Gefällt mir total gut. Hier steht dann nochmal ein Pink Equestrian drauf. Und auch nochmal die Spooks-Krone. Dunkelblau gefällt mir auch richtig gut. Das passt vor allem super zu meiner Jeans-Reithose, zum Grip dazu. Und da freue ich mich schon, den anzuziehen. Hier hat er auch nochmal so eine Tasche. Ja, und ich weiß nicht, der ist sogar in Größe L. Und eigentlich trage ich so S und M und so. Aber ich liebe Hoodies einfach, in die man sich voll einkuscheln kann und die einfach richtig bequem sitzen. Boom. Jetzt kommt noch ein bisschen Kleinkram. Ich habe mir nämlich Handschuhe geholt, weil Leute, meine Reithandschuhe, ne? Die sind so kaputt an den Fingern. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber die sind richtig aufgeribbelt. Und deswegen habe ich mir mal neue gekauft. Die sind von Röckel. Meine alten hatte ich auch von Röckel und ich war mit denen sehr, sehr zufrieden, weil die auch total bequem sind. Und das sind gefütterte Reithandschuhe, weil es eben ziemlich kalt ist und meine Hände sterben immer leicht, wenn ich am Reiten bin. Und ich ziehe die mal eben an. Ich mag es voll, dass die nicht hier dann so abgeschnitten sind, sondern dass die hier noch so ein Gummizugstoff-Dings haben. Und hier kann man die dann noch zumachen. Und ich weiß nicht, ich finde die richtig bequem und ja, ich finde die einfach voll cool. Die haben 60 Euro gekostet und sind in Größe 7. Und ich finde es gut, dass die schwarz sind, weil dann passen die auch zu allem. Und ja, finde ich richtig schön. Zum Schluss habe ich mir noch Socken gekauft. Die sind von Horseland. Nicht von Horseland, Leute. Habt ihr früher auch immer Horseland geguckt? Dieses Horseland, Horseland. Horseland, Horseland. Ich finde das so geil, ne? Beste Serie. Auf jeden Fall, die sind von Kingsland, so. Und ich fand die richtig schön. Ich fand sogar noch ein paar Socken schöner als die hier. Nur die gab es natürlich nicht in meiner Größe. Aber die haben mir auch sehr gut gefallen. Die sind so in einem Braun? Die sind in einem Beige. Ist das braun oder beige? Die sind in so einer Mischung aus Braun und Beige irgendwie. Und hier dann noch so dunkelblau. Also passt sehr gut zu meinen anderen Sachen mit Blau und Braun. Und hier habe ich dann noch ein Pack geholt. Also das hier hat 13 Euro gekostet. Und dann habe ich dieses Pack hier gesehen. Hier ist ein Haar dran.
Und dann habe ich dieses Pack hier gesehen und das hat 20 Euro gekostet und da sind 3 Stück drin. Und deswegen fand ich das einen sehr guten Preis. Und da habe ich aber noch gar nicht reingeguckt. Deswegen mache ich das jetzt mal. Aber die sind auf jeden Fall dünner als die anderen. Aber die gefallen mir auch sehr gut. Die sind dann ein bisschen schlichter gehalten und die sind ziemlich elastisch, fällt mir gerade auf. Ich gucke mal die anderen. Ich weiß nicht, ob das die gleichen sind. Doch, ich glaube schon, ja. Okay, also das sind dreimal diese Paare. Und die finde ich auf jeden Fall sehr cool. Hier steht auch Kingsland drauf, also das Logo. Und ich mag sogar, dass die so elastisch sind und so dünn sind, weil dann komme ich gut in meine Reitstiefel rein. Und ja, den Preis fand ich sehr gut. Und das sind, glaube ich, auch die ersten Sachen, die ich von Kingsland gekauft habe. Aber ich bin auf jeden Fall richtig froh und fühle mich irgendwie mal, wenn ich so neue Reitsachen gekauft habe, wie so neu geboren. Oder als würdest du gerade so, kennt ihr das, wenn ihr aus der Dusche rauskommt und euch dann richtig gut fühlt? Und ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich dann immer voll gut, wenn ich so neue Sachen habe. Ich freue mich auch schon, mit meinem neuen Outfit jetzt in den Stall zu gehen und dann Fotos zu machen mit Genie, die ich dann auch bald auf Instagram posten werde. Also könnt ihr mir da gerne folgen. Das waren jetzt meine Reitsachen, die ich gekauft habe. Und dann stand ich so an der Kasse und dachte mir so, ich habe gar nichts für Genie mitgenommen. Und hatte dann so ein schlechtes Gewissen irgendwie. Aber dann war die Verkäuferin so nett und hat mir hier noch so ein Hufett geschenkt. Das ist von Leovet oder Leovet. Und da bin ich mal gespannt, wie das ist. Guck mal, hier steht drauf, friendly. Ja, das werde ich mal ausprobieren und ich hoffe, Genie wird sich dann freuen. Und jetzt werde ich mal gucken, wie ich mich damals vor 4 Jahren in meinem Video verabschiedet habe. Ja. Das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Okay, Leute, das war's dann mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!